Sozusagen auf dem Papier heißt sie Rosamunde. Er meinte aber, der Name passt überhaupt nicht zu ihr, weil jeder gleich an Rosamunde Pilcher denkt. Jetzt denken wir mal nicht an Rosamunde Pilcher, sondern an die Siegerin der St. Georg-Prüfung gestern. Sie ist nicht nur die Siegerin von gestern, sie ist auch die Jüngste hier heute Morgen in dieser Prüfung. 7 Jahre jung, diese Tochter von Rock Forever, Rock Forever. Sie erinnern sich an diesen super ausdrucksvollen Hengst, der den Siegerpreis des Nürnberger Burgpokals vor, 2 oder 3 Jahren gewann unter dem Sattel von Olli Oelloich. Wie gesagt, Papa Rock Forever, mütterlicherseits geht sie zurück auf Fiedermark, 7 Jahre alt. Steffen Peters ist hier mit seinem ganzen amerikanischen Team angereist. Ich hatte es gesagt, insgesamt 8 Pferde haben sie mitgebracht. Er selber 2. Er sitzt hier auf Rosamunde und hat aber auch Legolas, seinen Topstar, dabei, den er natürlich schon vorbereitet für die Weltreiterspiele in der Normandie. Mensch, die steht aber erstklassig. So schön geschlossen und wirklich die Hinterbeine unter dem Lot der Hüfte. So, wie man sich das vorstellt. Das Rückwärtsrichten hätte vielleicht sogar noch etwas flüssiger sein dürfen. Tolle Stellung und Biegung. Schöner Übergang zum Schritt, ne? Sehr präzise am Punkt R geritten, aber nicht abrupt dabei. Und man hat gesehen, dass das Pferd in der Parade super ausbalanciert war, von hinten beigeschlossen hat, überhaupt keine Taktunsicherheit, keine Unsicherheit in der Anlehnung. Ja, und dass sie 3 super Grundgangarten hat, das haben wir gestern schon gesehen. Wir haben den Trab, dieses Lässige, dieses Selbstverständliche, was mir persönlich besonders gut gefällt. Da mag auch jeder seine Vorlieben haben, aber auch hier einen sehr, sehr großen, raumgreifenden Schritt, ganz deutlich durch den Körper. Da ist keine Verspannung irgendwo zu sehen. Das legt er schon sehr steil an, diese Traversalverschiebung. 10 Meter kostet er auch voll aus mit Stellung und Biegung. Und ich betone das so, diese Stellung und Biegung, weil wir das durchaus sehen. Wenn die Pferde nicht ganz so gut durchgymnastiziert sind, dann wird das auch gerne mal in einer sehr geraden Version geritten. Aber er hat uns hier gezeigt, dass seine 7-Jährige schon sehr schön durchgymnastiziert ist. Jawohl, auch der Wechsel gelingt. Jetzt können wir natürlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieses Pferd noch nicht fertig entwickelt ist. Geht ja gar nicht. Und die kriegt noch mehr Kraft da hinten, wird dann noch mehr drunter fußen und auch anfangen, noch mehr zu tragen. Dann legt sie die ganze Galopptour natürlich auch noch mehr ins Berg auf an. Also ich möchte einfach mal sagen, dass wir in 2 Jahren die beiden im Grand Prix Sport sehen und richtig viel Spaß haben. Na komm. Ja, die geht hier wirklich mit der Kruppe nach unten. Die nimmt Last auf. Okay, das war jetzt noch nicht ganz sicher im Durchsprung, noch nicht ganz optimal im Rhythmus. Aber für 7 Jahre ist das hier einfach große Klasse. Sie sehen es auch in der Hinterhand, da wird sie so ein Ticken breit. Ja, auch ganz typisch für junge Pferde. Völlig d'accord, dass sie das hier noch machen darf. Einfach um besser ausbalancieren zu können. Ja, sie macht das eigentlich schon mit einer unglaublichen Sicherheit. Ich meine,
Ich meine, dass er heute etwas mehr arbeiten muss als gestern. Gestern sah das alles noch selbstverständlicher aus. Diese Parade mag mir ein bisschen recht geben, dieser Übergang. Da hat sie nicht mehr ganz so schön nach vorne gezogen, dadurch dieser etwas stockende Übergang nicht ganz so fließend. Ja, da nochmal eine sehr schöne Seitenansicht. Ach, und die steht aber immer wie gemalt. Das ist unglaublich. Jawohl, der Fanclub ist da. Steffen Peters ganz sicher mit einem erstklassigen Nachwuchspferd. Vielleicht täusche ich mich in meiner Erinnerung, aber ich meine, sie war heute nicht ganz so frisch, nicht ganz so fit wie gestern. Aber auch das würden wir ihr verzeihen mit den 7 Jahren da. Dreschen ja jede Menge Eindrücke auf sie ein, hier bei so einer Europa-Tournee. Und damals traf er eben auch seine spätere Trainerin, die Amerikanerin Lori Fowler. Und so hat sich das ergeben, dass er dann in die Vereinigten Staaten... Ja, wir hatten ihn gestern kurz im Interview hier bei Clip My Horse nach seinem Siegerritt. Und er hat, glaube ich, sehr schön uns rübergebracht und sagte, diese Stute, die macht einfach nur wahnsinnigen Spaß. Ja, in Empfang genommen wird er da. Das können Sie nicht mehr sehen, aber ich sehe das hier hinter der Tribüne von Johann Hinnemann, mit dem er ja ganz lange trainiert hat, der Steffen Peters, der ja in einem Ponystall angefangen hat an der niederländischen Grenze. Da war Johann Hinnemann nicht weit. Mit ihm hat er, glaube ich, 5, 6 Jahre ganz bestimmt trainiert, bevor er dann mit, ich glaube, er war 2021 ausgewandert ist nach Amerika. Wie gewohnt hat uns in dieser Prüfung ja schon Schickeria vorgestellt. Und hier haben wir das Ergebnis für Steffen Peters und Rosa Munde. Richter bei E 76,05, Richter bei H 76,57, Richter bei C 74,47, Richter bei M 8. Ja, die Sache ist, glaube ich, sehr, sehr eindeutig. 76,026%. Das ist sowas von klar.